Was ist eigentlich eine Schutzschrift? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und im Mai 2020 kommt mein Buch Markenrecht einfach beim Verlag CH Beck heraus. Mehr dazu unter www.dasmarkenbuch.de. Und in diesem Video erkläre ich mal alles in puncto Schutzschrift in Bezug auf Patente, Marken und Designs, weil das halt mein Bereich ist. Sie befürchten, dass jemand gegen Sie eine einstweilige Verfügung beantragen könnte und dass dann vielleicht das Gericht ohne vorherige Anhörung oder mündliche Verhandlung darüber entscheiden könnte? In diesem Video erkläre ich, wie Sie das verhindern können. In einer Schutzschrift trägt man alle diejenigen Argumente vor, die gegen den Erlass einer einstweiligen Verfügung sprechen könnte. Die gleicht also etwa einer Klageerwiderung, ohne dass man die Klage wirklich kennt. Das heißt, man muss wirklich genau überlegen, auf welche Argumente die Klage gestützt sein könnte oder in dem Fall dann die einstweilige Verfügung. Vom Aufbau her muss man dem Gericht erst einmal natürlich alle möglichen Antragsteller und Antragsgegner mitteilen, damit die Richter, die dann diese Schutzschriften ansehen, feststellen können, ob diese Schutzschrift für einen bestimmten Fall überhaupt greift oder nicht. Dann werden die Anträge gestellt. Im Wesentlichen ist das natürlich der Antrag, dem Antrag auf einstweilige Verfügung nicht stattzugeben und hilfsweise nicht ohne Anhörung oder mündliche Verhandlung zu entscheiden. Und dann folgen im Prinzip alle die Argumente, die eben gegen den Erlass einer einstweiligen Verfügung sprechen würden. Die Schutzschrift wird dann beim Zentralen Register für Schutzschriften bei der Landesjustizverwaltung Hessen in Frankfurt elektronisch hinterlegt. Das ist in der ZPO genau so geregelt. Die Richter müssen dann, wenn sie einen Antrag auf einstweilige Verfügung erhalten, in diesem zentralen Schutzschriftenregister recherchieren, ob es Schutzschriften für eine dieser Parteien gibt oder ob die dort vorliegen. Die Schutzschriften werden dann in diesem Register automatisch nach 6 Monaten wieder gelöscht. Das heißt, wenn man darüber hinaus noch Schutz durch diese Schutzschrift haben möchte, dann muss man die Schutzschrift eben neu einreichen. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Wann wird eine Schutzschrift und wie eingereicht? Ich beleuchte mal die 3 häufigsten Fallkonstellationen anhand von Beispielen. Erstes Beispiel. Ein Gegner hat eine Abmahnung versandt und man möchte verhindern, dass der Gegner eine einstweilige Verfügung bewirken kann. Und wenn man sich der Abmahnung nicht strecken möchte, dann reicht man, um das zu verhindern, eine Schutzschrift innerhalb der Frist ein, die dieser Gegner in der Abmahnung genannt hat. Zweites Beispiel. Sie führen ein neues Produkt zu einem bestimmten Stichtag ein und dieser Produktlaunch ist relativ groß und hat vielleicht insgesamt einen Warenwert von, 50 Millionen Euro oder es gibt eben ein relativ hohes Kostenrisiko. Sie wissen auch, dass es zumindest einen sehr aggressiven Wettbewerber gibt, der vielleicht auch ohne vorherige Abmahnung eine einstweilige Verfügung beantragen würde, einfach um Ihnen das Leben schwer zu machen oder vielleicht, weil er denkt, dass er recht hat. Vielleicht verspricht sich der Gegner auch einfach einen Wettbewerbsvorteil davon, eine einstweilige Verfügung erlassen zu bekommen, um Ihnen eben den Produktstart etwas schwieriger zu machen. In diesem Fall sollte man dann vor dem Produktlaunch eine Schutzschrift hinterlegen und die möglichen Gegner natürlich alle aufführen, damit dann eben ein Gericht nicht ohne vorherige Anhörung oder mündliche Verhandlung über diesen Antrag auf einstweilige Verfügung entscheiden kann. Ich hatte mal den Fall, dass ein Produkt für Käsereien, also Fabriken, Unternehmen, die Käse herstellen, ausgeliefert werden sollte oder neu gelauncht werden sollte. Und das war eben von einem der ganz großen Hersteller, die Käsereien eben beliefern und da gab es natürlich auch Wettbewerber auf dem Markt und damit man eben da den Produktstart möglichst smooth hinbekommt, haben wir dann eine Schutzschrift vor dem Produktlaunch hinterlegt. Ein drittes Beispiel. Waren, die für Sie bestimmt sind, wurden vom Zoll aufgehalten mit der Begründung, dass Sie ein Schutzrecht, zum Beispiel eine Marke, verletzen. Und in dem konkreten Fall, wo eine Schutzschrift sinnvoll ist, eine deutsche Marke verletzen.
Wenn nämlich der Zoll Waren aufgrund einer deutschen Marke beschlagnahmt, dann können Sie dieser Beschlagnahme oder dem Antrag auf Vernichtung der Waren widersprechen und dann muss der Markeninhaber innerhalb von 10 Tagen eine gerichtliche Entscheidung vorlegen. Und wenn er diese gerichtliche Entscheidung nicht vorlegt, dann muss der Zoll die Waren freigeben. Diese gerichtliche Entscheidung kann er so kurzfristig natürlich nur über eine einstweilige Verfügung bekommen. Und um zu vermeiden, dass diese einstweilige Verfügung innerhalb von 10 Tagen erlassen wird, kann man dann eben eine Schutzschrift hinterlegen und eben das Gericht darum bitten, vor der Entscheidung über den Antrag auf einstweilige Verfügung eine Anhörung stattfinden zu lassen. Und dann verzögert sich das meistens länger als 10 Tage und dann muss der Zoll eben die Waren wieder freigeben. Ich hoffe, ich konnte gut erklären, was eine Schutzschrift ist und wann man diese einsetzt. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.